15 Euro im Monat, das ist ein Angebot, da muss man doch direkt zuschlagen. Die Rede ist von Fitnessstudios, die überbieten sich ja gegenseitig mit Lockangeboten. Na klar, weil wir sollen alle reinkommen, uns das Ganze dann mal in Ruhe anschauen und dann am besten sofort vor Ort gleich auch den Fitnessstudio-Vertrag unterschreiben. Damit sollten Sie allerdings warten, zumindest diesen Beitrag, den Sie gleich sehen, sich noch anschauen. Denn hinterher wird es manchmal richtig teuer. Einen Monat gratis trainieren. Fitness für 15 Euro, Wellness, Personal Training und das zum Schnäppchenpreis. Wer hier nicht zumindest mal reinschaut, der ist selbst schuld. So scheint es. Neukunden sind ein wertvolles Gut für die Studios. Je mehr Mitglieder, desto besser. Doch den großen Gewinn macht man mit den Dumpingverträgen nicht. Ohne Schweiß kein Preis. Von wegen. Um Gewinn zu machen, wird gern auch mal getrickst. Beispiel Fitness First. Die Kette lockte mit Sonderangeboten, doch mit Billigverträgen macht man eben keinen Gewinn. Also hieß es im Sommer für viele Mitglieder, rauf mit dem Beitrag. Aus Gründen der Fairness wurden alle Verträge angeglichen. Die Mitglieder mit Schnäppchenvertrag müssen jetzt genauso viel bezahlen wie alle anderen, also deutlich mehr. Auch Stefanie Gruner ging es so. Über eine Freundschaftswerbung bekam sie einen günstigen Vertrag, doch plötzlich stieg der Beitrag erheblich an. Mittlerweile hat sie genug von den kommerziellen Studios. Das war ein scheinbar sehr gutes Angebot, was sich dann aber leider auf Dauer doch nicht als solches herausgestellt hat. Warum? Weil dann doch zusätzlich Beiträge zu zahlen waren, die ich dann nachträglich auch nicht mehr zurückbekommen habe. Das hat dann, glaube ich, noch mal ein halbes Jahr gedauert, um überhaupt aus dem Vertrag rauszukommen. Bis zu 15 Euro mehr im Monat müssen etliche Fitness-First-Kunden seit Juli zahlen. 180 Euro mehr im Jahr. Da hört der Spaß für viele auf. Doch auf Beschwerden reagierte die Kette mit Kündigungen. In einer Stellungnahme äußert sich das Unternehmen so. Wenn ein Mitglied dieser Anpassung widerspricht, so ist es natürlich, dass der Vertrag aufgehoben wird. Doch ist das überhaupt okay? Laut Rechtsanwältin Iris Koppmann handelt die Fitnessstudio-Kette hier klar gegen geltendes Recht. Innerhalb der Laufzeit ist das nicht in Ordnung, weil man ist an die Verträge gebunden und auch die Fitnessstudios sind an die Verträge gebunden. Und insofern kann innerhalb der Laufzeit weder der Beitrag erhöht werden, noch das auch gekündigt werden kann. Die Studios scheinen das aber zu ignorieren. Auch McFit beispielsweise nahm Verträge sportlich. Statt 10 Euro kostet ein Monat Training plötzlich 19,90 Euro, fast doppelt so viel. Der angegebene Grund, das Duschen, was vorher 50 Cent gekostet hatte, sei jetzt kostenlos. Die Mitglieder ärgert das. Ich weiß nicht, wie Sie vorher gerechnet haben, aber was Sie dadurch mehr bieten, das gleicht sich nicht aus. Ja, ich finde das jetzt nicht so herausragend, aber gut, ich möchte eigentlich noch bleiben und man kann jetzt umsonst duschen, was ich nicht jetzt nutze, aber für manche ist das vielleicht ein Vorteil, für mich jetzt nicht. Ich war zuerst sauer und im Grunde genommen, aber später habe ich dann auch nicht weiter nachgehakt. Viele Mitglieder nehmen die Beitragssteigerung einfach hin. Dabei hätten sie eigentlich das Recht, auch weiterhin zum geringen Beitrag zu trainieren, bis zum regulären Vertragsende der Grundlaufzeit. Wenn man den erhöhten Beitrag nicht bezahlen möchte, hat man ja grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Aber auch das ist eigentlich nicht erforderlich, weil beide Vertragsseiten sind an die Vertragsbedingungen gebunden und der Vertrag bleibt so lange so bestehen unter diesen Bedingungen, wie er auch läuft. Doch die meisten Kunden wissen genau das nicht. Was im Kleingedruckten steht, ist für viele ein Rätsel. Deshalb hier ihre wichtigsten Rechte rund um den Fitnessstudio-Vertrag. Die Erstlaufzeit kann bei Abschluss eines Neuvertrages bis zu 24 Monate betragen, nicht länger. Nach der Vertragslaufzeit kann der Vertrag verlängert werden. 6 Monate sind hier üblich, Verlängerungen von über einem Jahr sind unzulässig. Wenn es dem Mitglied nicht mehr möglich ist, am Training im Studio teilzunehmen, kann der Vertrag in manchen Fällen außerordentlich gekündigt werden. Das wäre zum Beispiel im Falle von einer Erkrankung, die nach Vertragsschluss entstanden ist, der Fall. Dafür muss man dann einen Attest vorlegen. Das muss aber kein amtsärztliches Attest sein. Es reicht hierfür aus, dass auch der Arzt dann lediglich die Sportuntauglichkeit bescheinigt. Der andere Grund wäre natürlich ein Umzug, sodass also der Fahrtweg nicht mehr zumutbar wäre. Innerhalb von Köln, einer Großstadt, ist das in der Regel natürlich zumutbar. Aber wenn man jetzt die Stadt verlässt, ist das nicht zumutbar.
Generell gilt, wer seine Rechte kennt, trainiert günstiger. Und wem das alles zu kompliziert ist, für viele Studios gibt es auch Monatskarten ohne Vertragsbindung.